Willkommen zur mittlerweile schon fünften Folge von City Skylines und jetzt ist der Ladebildschirm endlich weg. So, hier sehen wir gerade schon, die ganzen Abwasserprobleme haben sich behoben, denn das war ja ein Problem in der letzten Folge. Was heißt Problem? Wasser- und Abwasserentrohr haben wir noch ein neues bauen müssen, weil es nicht ausgereicht hat. Und was haben die Firmen hier schon wieder für Probleme? Nicht genügend Arbeiter. Genau, Wohngebiete. Können wir mittlerweile dicht besiedeltes Wohngebiet können wir noch nicht machen. Okay. So, und ich habe mich dazu entschlossen, diesen Streifen hier freizulassen. Da kommt dann wieder so Ärzte, Feuerwehr, bla, keine Ahnung rein. Und das hier wird einfach noch Wohngebiet. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zack, zack. Oh, ist immer scheiße. Ich könnte auch den Pinsel nehmen, aber bin ich jetzt zu faul. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Das hier außen wird dann, denke ich mal, auch noch Wohngebiet. Das lasse ich aber erstmal frei, weil ich noch nicht genau weiß, ob es wirklich Wohngebiet wird oder noch was anderes. So, und zack, 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 zack. So, ich könnte eigentlich den Pinsel nehmen, aber wie gesagt, dann tue ich da außen wieder zu viel mit einpinseln, da habe ich keinen Bock. So, dann, Leute, kriegt ihr noch alle eine feine Wasserleitung. Machen wir das mal so. Zack. Und ansonsten zack. Und zack. So, müsste mit dem Wasser passen. Läuft. Die Wasserleitung hier war eben nichts, obwohl die direkt vom Wassersauger kommt. Aber gut. Gut, da siedeln sich auch gleich die Leute an. Läuft auf jeden Fall. Dann bauen wir hier mal noch weiter und bauen hier noch einmal Wohngebiet hin, Freunde. So, ich habe außerdem immer noch keinen Namen für die Stadt bekommen. Also schreibt mir unbedingt nochmal einen Namen für die Stadt in die Kommentare. Feuerwehr ist hier auch schon da. Perfekt. Gut. 35.000 Geld haben wir. So, da drüben mit dem Strom müsste aber passen, ne? Weil das hier direkt connected. Perfekt. Das ist nice. Hier die Stromleitung können wir abreißen. Aber wer weiß, was passiert. Ich lasse sie einfach mal stehen. Stört ja im Moment noch nicht. Müllproblem hatten wir noch, ne? Das heißt Problem, da oben wurde immer der Müll nicht so ganz so gut abgeholt. Aber wir haben ja bald eine Müllverbrennungsanlage. Stimmt's? Ja. Wir haben 4.870 Einwohner und brauchen 5.500. Okay, läuft. So, Commercials wollen die Leute auch noch ein bisschen. So, was denn hier euer Problem, Leute? Noch nicht richtig, oder doch, ich glaube, es war schon fertig gebaut. Ich dachte gerade, wäre noch nicht richtig fertig gebaut und die hätten es schon wieder verlassen. Verkehrsproblem haben wir wahrscheinlich immer noch. Ja, ist logisch. Leute, was haltet ihr von der Umgehungsstraße? Ich überlege gerade so, eine Umgehungsstraße zu bauen. Und zwar sollte das dann, ja, so eine Straße hier werden, die knüpfe ich hier an. Die geht dann einmal hier komplett durch. Und da kann man dann jeweils ab und zu mal abbiegen. Vielleicht entlastet das die Street hier so ein bisschen, weil die wollen ja alle hier runter ins Industriegebiet. Zumindest baue ich das mal hier hin. Weil es die Industriegebietsstraße bestimmt entlastet. Hoffe ich zumindest, dass es die entlastet ein bisschen. Ich hoffe auch, dass die Leute jetzt die Street hier überhaupt benutzen. Können wir mal ein bisschen schauen. Okay, die benutzen schon mal nicht. Ist in Ordnung. Weil der hat wahrscheinlich eine Einbahnstraße auch getan. Einbahnstraße von hier nach hier. Aber gut, egal. So, die hier hin wollen, ist natürlich jetzt scheiße. Aber hier unten, das wird ja noch Industriegebiet. Wobei hier, das wird ja eigentlich auch noch Industriegebiet, ne? Krasse Umgehungsstraße habe ich gebaut. Voll die Umgehungsstraße. Egal. Okay, gut. Okay, die wird aber ein bisschen benutzt, ne? Okay, hat die Straße jetzt nicht wirklich ausgelastet. Müssen wir halt mal so machen. So eine, machen wir mal so eine Einbahnstraße von hier nach hier. Da fahren die Leute anstatt hier vielleicht hier rum. Vielleicht bringt das irgendwas, weiß ich nicht. Ansonsten müssen wir schauen mit Upgrades, die hier, mir wird das wahrscheinlich alles abgerissen, genau, da habe ich halt eigentlich nicht so Bock drauf. Deswegen probiere ich das erstmal, die alles ein bisschen zu umgehen. Schau mal, wie sieht es denn mit dem Lärm aus? Oh, wow, 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 wow. Ach, hier oben haben wir jetzt das tolle Wohngebiet, ne, und hier ein bisschen Lärm von den Windkraftanlagen.
Tja. Würde ich sagen. Bisschen eingedämmt. Ja, was machen denn die Wassersauger so viel Lärm? Dann würden die hier doch eigentlich viel mehr Lärm machen, weil da plätschert die ganze Zeit Wasser. Ja, gut. Egal. Reißen wir das auch noch ab oder wollen wir es erstmal stehen lassen? Ich würde sagen, wir lassen das erstmal stehen, beziehungsweise verschieben das ein bisschen nach da. Und von dem Strom her haben die jetzt keine Stromanbindung mehr. Das freut die Leute alle sehr. So, jetzt hat die ganze Street und die ganze Stadt wieder Strom. Perfekt. Strom produzieren wir jetzt sogar gerade noch nicht mal genug. Aber da wir genug haben, können wir noch ein paar von meinen Freunden diesen ganz tollen Windkraftanlagen hier aufstellen. So. Sollte das mit der Stromerzeugung wieder einigermaßen passen. Ja, gerade so. Ah, nee, doch, jetzt hochgegangen. Perfekt. So, Leute, ihr habt alle Strom. Meckert nicht rum. Perfekt. So. Commercial-Gebiete wollen die Leute noch ein bisschen haben. Ist in Ordnung. Warte mal, jetzt erstmal kurz Verkehrsproblem. Naja, so ein bisschen haben wir es gelöst, auf jeden Fall. Ja, doch, so ein bisschen. Hier hat es halt noch so einen Knotenpunkt, ne? Wir bauen auf jeden Fall. Moment. Machen wir die hier. Wir nehmen die hier. Eine ohne Bäume ist besser. Wir bauen auf jeden Fall die hier mal aus. Dann haben wir noch so einen Knotenpunkt. Die hier. Komm, diese Hauptverkehrsstraßen können wir doch eigentlich auch gleich mal ausbauen, oder? Weil solange hier gerade noch nichts ist und abgerissen werden muss, können wir die doch mal ausbauen. Hier ist der Friedhof, juckt mich nicht. Hier ist überall Commercial, deswegen lassen wir die erstmal. Aber hier haben wir so eine tolle Hauptverkehrsstraße. Ja. Passt eigentlich. Schau mal, wie es jetzt aussieht mit dem Verkehr. Hier haben wir noch so eine Durchfahrtsstraße, die sehr befahren ist. Graden wir die halt auch noch ab und die können wir mal upgraden. Dann geht da zwischendurch der Verkehr immer so ein bisschen auf. Komm, juckt mich jetzt nicht. Machen wir das einfach mal so. Weil die Straße liegt nämlich mitten im Industriegebiet. Zack. Dann wird die wahrscheinlich viel befahren und das wird bestimmt ein bisschen was vom Verkehr wegnehmen. Können wir die nicht upgraden? Verbesserung auf diesen Typ nicht möglich. Okay. Hey, da ist doch gar nicht so viel los, oder? Staut sich doch überhaupt nicht. Auf jeden Fall staut sich jetzt hier die Müllautos. Okay. Bauen wir diese tolle Umgehungsstraße doch mal noch ein bisschen weiter, oder? Oder bauen wir da auch. Wir machen das mit Einbahnstraßen. Ich habe eine Idee. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ort ist bereits belegt. Die ist natürlich jetzt hier angeknüpft, dass die Leute direkt da ins Industriegebiet fahren. Das hätten wir in eine Einbahnstraße machen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wenn wir hier aber nochmal anknüpfen und lassen die mitten hier reingehen, ist es vielleicht besser. Dann müssten wir aber die hier noch upgraden. So, jetzt fahren die Leute. Nee, Ort ist bereits belegt. Dreckige Stromleitung, die braucht doch keiner mehr, oder? Nein, Stromleitung. So, jetzt. Die wird doch nicht mehr gebraucht, oder? Oh, das ist bereits belegt. Deine Mutter ist bereits belegt. Ganz ehrlich. Sorry, aber. Toll, die Müllautos stehen da natürlich jetzt immer noch, ne? Toll, das eine hat sich schon weggebeamt. Läuft. Wir machen das. Moment, Leute. Ich mach das mal so und so. Und mach dafür jetzt. Baue ich hier. Geht das so eine Brücke? Geht nicht, ne, weil die Street zu groß ist. Oder? Nee, scheiße, Mann. Ich will da so eine Brücke bauen. Dass die von da unten direkt da hochkommen. Zum Beispiel für die Müllabfuhr. Wobei ist die Straße nicht relativ sinnlos? Ich baue hier gerade richtig den Dreck zusammen, ne? Wisst ihr was? Ich mache das jetzt von hier. Nee, warte, das war Schepp. So, eine Einbahnstraße. Okay, dass die nur darunter ins Industriegebiet fahren. Und die Straße hier ist scheiße. Die baue ich. Oh,
Große Kleinstadt. Ja, los. Läuft, wollte ich sagen. Wir können ein neues Gebiet kaufen. Wir können so eine Menge neue Richtlinien einführen. Und wir haben ein Bürogebiet, dicht besiedeltes und dicht besiedeltes Wohn- und Gewerbegebiet. Müllverbrennungsanlage können wir endlich bauen. Ach, endlich, Leute. So, warte mal, ich schaue jetzt mal, ob das hier. Toll, die Straße ist immer noch sehr stark befahren. Die müsste ich ausbauen. Die müsste ich ausbauen einfach. Scheiß auf diese bisschen Commercial, die da jetzt kaputt gehen. So, jetzt. Mit dem Verkehr passt es aber doch so einigermaßen, oder? Naja, die Abfahrt hier hat noch ein paar Probleme. Ich meine, von mir aus können wir da gerne eine, wo haben wir es denn, eine zweispurige Einbahnstraße draus bauen. Fuck, nein, so wollte ich es machen. Fahren jetzt, geht die jetzt noch in die richtige Richtung, die Straße? Ja. So, eine zweispurige Einbahnstraße. Wenn da ganz viele Leute angecruised kommen. Hier staut sich halt immer so ein bisschen, ne? Aber da können die Leute dann wenigstens gleich direkt runter ins Industriegebiet, was sogar gut benutzt wird. Ja, wahrscheinlich ist die einfach ausgelastet, die Straße, ey. Egal, juckt mich jetzt einfach mal nicht, Freunde, ne? Ich kümmere mich jetzt erstmal. Oh, eine Menge Industriegebiet wollen sie noch haben. Scheiße. Also hätte ich mich vielleicht die ganze Zeit mal drum kümmern sollen. So, warte mal. Geht das? So, gut. Passt. Nein, eins zu weit. Wetten, jetzt schaffe ich es wieder nicht, wie in der letzten Folge. Krieg's wieder nicht hin. Leute. Shit. Egal, ich lasse jetzt einfach eins frei. Juckt mich jetzt erstmal nicht. Zack, 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 zack. Und bisschen Industriegebiet. Zack, zack, zack. Ja, machen das ja auch mal Industriegebiet, ne? Können wir das ja eigentlich auch gleich Industriegebiet machen? Dann habt ihr genug Industriegebiet, so Wasser. Ziehen wir mal hier alles ein bisschen weiter. Passt. Das hier noch ein bisschen weiterziehen. Ihr mit eurem Müll regt euch nicht auf. Ich baue jetzt da oben eine Müllverbrennungsanlage hin, ne? So, hier in die Ecke. So machen wir hier so eine Straße. So hier hoch. Zack. Müll, Müllverbrennungsanlage. Perfekt, die deckt es dann da oben. Hallo? Warum kann ich nicht bauen? Doch, kann ich bauen. So, bauen wir hier ans Ende hin. Ich überlege, ob ich gleich noch eine bauen soll. Aber egal. So, die Wasserleitung hier. Können wir noch einfach weiterziehen, oder? Perfekt. Dann hat die hier Wasser. Und. Nicht genug Wasser, natürlich hast du genug Wasser, du bist direkt am Wasser gebaut und ich habe dir eine Wasserleitung. Ja, passt doch. Gut. Müllfahrzeuge 4 von 27, 5 von 27, es werden immer mehr in Benutzung. Dann holen die hier hoffentlich mal den Müll ab. Und hier unten diese Mülldeponie, also die hier holt auch hoffentlich den Müll von hier ab. Beziehungsweise ist mir jetzt scheißegal, ich baue da noch eine Müllverbrennungsanlage hin, ist eh Industriegebiet. Oder warte mal, ich überlege, ob ich die hier mitten reinbauen soll, die Müllverbrennungsanlage. Ne, das passt eigentlich, wenn ich die hier hinbaue, oder? Passt. Kann ich die das hier doch im Normalbetrieb doch eigentlich irgendwie, warum kann ich das nicht leeren? In Mülldeponien wird Müll aufbewahrt. Ja. Das weiß ich auch. Warum kann ich den nicht leeren? Weil ich würde die nämlich gern abreißen. Gebäude ist nicht leer. Ja, weiß ich auch. Wahrscheinlich weil noch, keine Ahnung, warum ich die nicht leeren kann. Ich weiß es nicht. Egal, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, aber jetzt müsste doch das doch mit dem Müll eigentlich endlich mal passen, oder? So, warte mal, erstmal baue ich noch ein bisschen Commercial-Gebiet hier hin. Bauen wir mal noch bis hier runter. Ans Water. Und wir haben auch dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Wollen wir das hier mal hinbauen? Ist halt am Stadtrand direkt, ne? Oder wollen wir hier dicht besiedeltes Gewerbegebiet mal hinmachen? Ich würde sagen, wir machen das mal zack. Zack. Hier das zweite und dann das hier nochmal normales Gewerbe. Zack, zack. So wollte ich das machen. Dann mache ich hier nochmal normales Gewerbegebiet, weil es so am Stadtrand ist. Da haben wir ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So, jetzt schauen wir nochmal kurz wegen dem Müll. Wo ist denn euer Problem? So. Müllproduktion, Müllverbrennungsanlagenkapazität. Ist auf jeden Fall weniger als Müll abgeholt. Also, es wird weniger Müll verbrannt als. Produziert wird, das wollte ich sagen. Wie viel kostet so ein Drecksding? 30.000. Oh, shit.
Ja, was hatten die da alle Stromprobleme? Okay. Könnte die Mülldeponie noch ans Stromnetz vielleicht anschließen, ne? Machen wir einfach mal so eine Leitung hier quer rüber. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Stromproduktion, oder? Eigentlich nämlich schon. Ja gut, wird schon irgendwie passen. Die hier ist sowieso ans Stromnetz angeschlossen. Ausgangsleistung 2 Megawatt. Wow, krass. Wie viel hat die? 7 Megawatt. Das ist doch viel besser, Mann. Aber diese Mülldeponie. Ah, jetzt kann ich die leeren. Jetzt wird die geleert. Jetzt wird die nämlich nicht mehr. Benutzen die Müllfahrzeuge tun jetzt den Müll nicht mehr hin. Jetzt wird nur der Müll durch die Müllverbrennungsanlagen abgeholt. Aber Müllproblem ist immer noch, weil wir nicht genug Müllverbrennungsanlagen haben. Müssen wir aber trotzdem noch einen Moment sparen, weil wir nicht genug Geld zurzeit haben. Okay, hier die ganzen Müllprobleme. Juckt mich nicht. So, schauen wir mal kurz, wie sieht es aus mit dem Lärm. Scheiße. Das zieht sich halt ziemlich in die Wohngebiete. Was heißt ziemlich? Zieht sich so ein bisschen in die Wohngebiete rein. Wobei hier ist noch relativ wenig. Die Müllverbrennungsanlage juckt ja niemand. Was ist hier denn so viel Lärm? Da ist doch ein Müllauto unterwegs. Was ist hier denn ein bisschen Lärm, ey? Die haben keinen Strom. Warum haben die keinen Strom? Sind die behindert oder so? Au, die sind nicht mal ans Stromnetz angeschlossen. Ja. Baut hier halt mal ein bisschen Zeugs. Und dann seid ihr ans Stromnetz angeschlossen, Leute. Ich will da eigentlich nicht mitten rein so eine dreckige Leitung klatschen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aufkommen, baut da mal so ein paar Gebäude hin. Doch, ich muss da so eine Leitung hinmachen. Weil da niemand hinzieht. So, jetzt habt ihr aber doch Strom, oder? Ja, perfekt. Gut. Okay, jetzt haben die Leute auch erstmal keine Bedürfnisse mehr. Also an Wohngebiet und so. Wie sieht's mit Müll aus? Passt zurzeit auch, oder? Mülldeponie, Auslastung 52%. Ja, die Mülldeponien jucken mich nicht. Müllverbrennungsanlagen sind besser. Okay, ich stelle mal hier unten eins schneller. Und es ist wieder keine Musik, fällt mir gerade auf. Aber gut. Hier ist keine Müllabdeckung. Ist ja nicht so schlimm. Schauen wir nochmal kurz wegen der Street. Ja, hier ist natürlich extrem viel los. Könnte ich natürlich hier nochmal ein bisschen ausbauen. Scheiß jetzt mal auf diese Firmen. Hauptsache, hier ist viel Verkehr, wollte ich sagen. Hauptsache, es ist viel Straße da und wenig Auto. Dann ist das gut. So, wird die Straße hier wenigstens ein bisschen benutzt? Naja, geht. Die hier wird auf jeden Fall benutzt. Dann fahren die alle hier rüber. Dann können wir die Straße hier nochmal ausbauen. So, ansonsten haben wir hier so ein bisschen Straßenprobleme. Die hier können wir ja nicht ausbauen, oder? Das war doch die. Doch, können wir ausbauen. Perfekt. Dann ist die schon mal nicht mehr rot. Das ist gut. Hier Autobahn. Sollte man vielleicht mal noch eine Autobahnanbindung irgendwie. Keine Ahnung, wobei das hier. Wie viel Lärm macht die Autobahn? Macht gar nicht mal so viel Lärm. Sind da irgendwie Schallschutzwände oder so? Nö. Okay. Dicht besiedelte Industrie. Gewerbegebiet macht natürlich viel Lärm. Das habe ich mir schon gedacht. Die hier haben kein Water. Aber jetzt. Perfekt. Muss mal schauen. Ich baue das Wohngebiet. Ja, natürlich. Ja, natürlich baue ich das, ne? Die Straße wollte ich nehmen. Noch ein bisschen hier rüber. Ich hätte mal gesagt, einfach so maximal bis hierhin. Wegen der Autobahn. Da können wir nämlich hier so verbinden und dann passt das. Könnten auch einfach mal die Street hier hochziehen und dann von hier rüber und hier rüber. Und dann können wir nämlich noch eine Autobahnanbindung direkt ins Wohngebiet rein fließen lassen. Reinbauen. Hier geht wahrscheinlich nicht, doch geht sogar unter der Oberleitung durch. Ist perfekt. Ja, habe ich wieder super gebaut, ne? Hab ich wieder super gebaut. Läuft bei mir. Zack. So, passt das mit dem Wohngebiet schon mal? Ich weiß es sogar jetzt mal als. Oder wollen wir das als das Wohngebiet dicht besiedeltes ausweisen, weil es an der Autobahn liegt? Ja, machen wir einfach mal. Wir brauchen zwar gerade kein Wohngebiet. Juckt mich das? Nein. Warte, was ist das hier? Gebiet aufheben. Ach so, kann man auch einfach mit Rechtsklick machen. Aber gut, Leute. Ja gut, dann bauen wir hier noch eine Autobahnabfahrt. Aber das machen wir jetzt in der. Was heißt, das machen wir nicht jetzt? Das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon wieder zu lang, Leute. Ich muss ja immer noch vorproduzieren für New York. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oder ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Haut rein!